Ja, hallo, ich grüße dich ganz, ganz herzlich zu meiner heutigen kurzen Audiobotschaft. Und zwar habe ich jetzt gerade mit einer neuen Gruppe angefangen. Diese Gruppe bei Facebook behandelt Themen, wie du Schritt für Schritt zu deinem ersten Online-Konzept gelangst. Ich bin nun im 10. Jahr selbstständig. Seit 2015 verlagere ich das Ganze in die Online-Selbstständigkeit. Und ja, ich habe einige Höhen und Tiefen mitgenommen, einige Tiefen gefühlt, mehr als die Höhen. Und das, was mich weitergetragen hat, war einfach diese Vision, diese Klarheit, was ich wirklich wollte, was am Ende stehen sollte. Ich wollte ortsunabhängig arbeiten. Ich wollte ja mit meinen Werten, also wirklich wertekonform, passives Einkommen generieren und nicht Tacker und Kurse verkaufen und an den Mann und die Frau bringen. Hauptsache, ich mache Umsatz und am Ende springt genug für mich raus. Das war es nicht. Ich wollte mich weiterbilden. Ich wollte an den schönsten Orten der Welt arbeiten. Am liebsten tue ich das in Meeresnähe. Das ist für mich immer, ja, der Punkt, der Ort, wo ich am meisten, ja, Impulse mitnehmen kann, gewinnen kann. Ja, und auch ganz tolle Ideen habe für weitere Konzepte und wie ich mein Wissen weitergeben kann. Und ich glaube, ich habe so ziemlich alles mitgemacht auf dem Weg ins Online-Business, was man mitmachen kann. Und ich erlebe doch immer wieder in meinen ganzen Gruppen und auch wenn ich Coachings buche bei meinen Mentoren, dass da Themen ja vorhanden sind, wie endlich jetzt richtig durchstarten oder wie du dein Online-Produkt launchst oder 6 bis 7-stellig in einem Monat von jetzt auf gleich zur richtigen Verkaufsstrategie und wie du ein Top-Marketing hinlegst. Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen, aber ich merke ganz einfach, dass ich mit einem Konzept, dachte ich damals, 2015, gestartet bin, wo ich überhaupt noch nicht so richtig klar wusste, geht das überhaupt? Das heißt, ich hatte eine ja, Online-Mentorin, die war gut in ihrem Gebiet, ohne Frage, aber da war natürlich erstmal wichtig, die Unterschrift zu haben, dass man sich jetzt die nächsten Monate verpflichtet. Und ich hatte so das Gefühl, dann gab es eine Prozessbegleitung, aber es war nicht so wirklich Rückmeldung und Feedback zu dem, was ich vorhabe. Also, dass man mich handfest in einem Konzept unterstützt und auch als erfahrene Person auf dem Markt sagt, hat das Hand und Fuß und auch eine Rückmeldung gibt, eine Einschätzung abgibt, hat das überhaupt so, wie du es formuliert hast, so wie du es geplant hast, hat das überhaupt die Möglichkeit zu klappen, dass du wirklich erfolgreich damit wirst. Natürlich weiß man das am Ende nie, das hängt von ganz, ganz vielen einzelnen Faktoren ab. Aber das, womit du starten musst, ist wirklich ein Konzept. Und zwar ein Konzept, das alle möglichen ja, Fehlschläge mit einplant, das gewisse Hürden einkalkuliert, das auch einfach deine Lebensumstände berücksichtigt. Das heißt, wie bist du unterwegs? Bist du alleinerziehende Mama? Hast du einen Nebenjob, der dich noch sehr, sehr ausfüllt, der dich sehr einnimmt, der dich einfach in Gänze fordert, wo du dich einfach noch nicht so richtig deinem Herzensprojekt widmen kannst? Und das kann auch in Frust enden. Wenn du einfach diese Vision in dir spürst, sag, ich will das jetzt endlich ins Leben rufen und ja, in die Welt bringen, aber du hast weder die Zeit wirklich dafür, noch am Ende des Tages die Energie. Geld braucht man selbstverständlich auch. Das bedeutet Investitionen. Du investierst in Weiterentwicklung und ich rede jetzt nicht gleich ganz groß von Business starten. Es geht jetzt erstmal um dein Herzensprojekt, dein Herzensbusinesswunsch aus dem Herzen heraus, aus dem Gefühl, aus dem, was dir im Kopf vorschwebt, was du vor deinem geistigen Auge hast. Erstmal auf Papier zu bringen. Das heißt, es aus deinem Kopf, ja, in Worte zu verpacken und somit für dich greifbarer zu machen. Denn das musst du dir selbst auch, ja, das musst du mit dir selbst kommunizieren. Es muss aus deinem Kopf die richtigen Worte treffen, dass du sagst, ja, damit will ich jetzt an den Start gehen.
Und wenn da dann jemand ist, der dich begleitet, der sollte wirklich da schon sein, wo du hin willst. Wenn du jetzt Schritt für Schritt, den Fehler habe ich eindeutig gemacht, also wirklich ein Fehler mit 3 Ausrufezeichen. Ich habe erstmal mit der Website angefangen. Ich habe viel, viel Geld in Grafiken nochmal investiert. Ich habe nochmal einen Online-Kurs gebucht, wie man an einem Wochenende seinen Online-Kurs entwickelt. Ich habe viel Geld in einzelne Bausteine investiert. Hatte auch physische Produkte, die ich auf der Webseite im Shop anbieten wollte. Ich hatte meine Marke angemeldet. Ich hatte 2 tolle Anwälte an der Seite, die mich mit dem Impressum unterstützt haben. Die haben mich bei der AGB-Gestaltung unterstützt. Also ich habe schon an alles gedacht, das ohne Frage. Aber ich würde im Nachhinein sagen, in der völlig falschen Reihenfolge. Das heißt, als nachher alles stand, habe ich dann gemerkt, dass das mit den physischen Produkten ja eigentlich das gar nicht so richtig ist. Und du möchtest viel mehr ja Online-Produkte anbieten. Da mussten die AGBs wieder angepasst werden. Und das ist einfach nur mal so ein Beispiel. Und das endet wirklich in Frust. Oder du startest mit einem Titel, mit einer Idee. Und dann merkst du im Laufe der Zeit, während du dabei bist, es zu entwickeln, dass das es gar nicht mehr so richtig abdeckt. Also ist der nächste Frust. Du musst dieses Verlangen, dieses Brennende in dir spüren und wirklich wissen, wofür tust du das, und zwar für dich selbst. Und nicht für irgendjemanden um dich herum, dem du irgendwas beweisen möchtest oder weil du über Nacht schnell Geld verdienen möchtest. Verabschiede dich bitte von diesem Gedanken. Das ist ein ganz, ganz ernst gemeinter Rat, der von Herzen kommt. Weil ich habe mir das damals auch vorgestellt. Ich war sehr, sehr viel unterwegs. Ich stand vor dem Abschluss meines Jurastudiums. Ich habe gemerkt, das ist jetzt doch nicht so richtig gefühlt, das, was ich will, also zu prozessieren und nur einer Seite recht zu geben. Ich wollte mehr mit den Menschen in Konflikten arbeiten, gucken, was ist die Ursache des Konfliktes und da auch ja die Konflikte lösen. Ich habe dann die wirtschaftspsychologische Schiene eingeschlagen, mich im Coaching-Bereich aus- und weitergebildet und war als Referentin sehr, sehr viel unterwegs. Man war mal in Berlin, in München, in Frankfurt, man war im norddeutschen Raum sehr, sehr viel unterwegs, man hat viel über Themen wie Stress und Konflikte referiert, Entspannungsmethoden gelehrt. Aber alles war so unter dem Strich im Laufe der Zeit, je mehr das dann angelaufen ist, eine Sache. Es war Stress. Und dann fühlte sich das nicht mehr so richtig authentisch an, weil ich über etwas referiert hatte und den Menschen etwas vermittelt habe, was ich ja selbst am Ende des Tages gar nicht so richtig fühle. Ich sitze dann da auf meiner Bettkante und am nächsten Tag muss man sich erstmal sortieren, in welchem Hotel ist man denn jetzt überhaupt. Das fühlte sich nicht mehr authentisch an und somit auch nicht so richtig gut. Und das fühlte sich auch wie ein innerer Konflikt an, dass ich Themen wie ganzheitliches Wohlbefinden, Feel-Good-Management, vermittle, aber ich fühle mich total ausgebrannt. Und dann kam noch eine unschöne gesundheitliche Diagnose dazu. Ich bekam ja von meinem Neurologen die Botschaft, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe, mit der ich nun mein Leben lang klarkommen muss. Und er sagte nur, tun Sie sich einen Gefallen, entschleunigen Sie. Entschleunigung, das wurde nun mein Schlagwort. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich meine Konzepte überarbeiten musste. Das heißt also, so wie ich mir das bisher gedacht hatte, klappt es nicht mehr. Das heißt, du musst etwas schaffen, wie du trotzdem dein Wissen teilst, wie du mit Menschen arbeitest, wie du Mehrwerte bereiten und schaffen kannst, Synergieeffekte erreichst. Aber das Ganze bitte nicht mehr mit großartig durch die Gegend fahren. So, oder zumindest nicht mehr so viel wie bis zu der Zeit. Und dann kam ich über meine Google-Recherche zu der Möglichkeit, Online-Einkommen und Online-Datenbanken zu errichten. Podcasts, den Begriff musste ich damals noch googeln, muss ich ehrlich sagen. Ganz, ganz viele Begriffe haben mir rein gar nichts gesagt. Also musste ich mir meine Notizen machen und hatte mich dann langsam so eingearbeitet und fing dann auch an, die ersten Schritte zu machen. Den letzten, aber wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, vor dem ersten, so ungefähr. Und das würde ich heute anders machen und da möchte ich dich einfach bei begleiten. Ich möchte, dass du diese Fehler nicht machst, weil sie können mitunter schlauchen, sie können wirklich müde machen
Und je nach individueller Lebenssituation, je nachdem, was du auch mitbringst an Zeit, an finanzieller Möglichkeit, wie du dich auch jetzt in deinem Job verpflichtet hast, muss man individuell natürlich gucken, wie baust du dir dein Konzept, wie kreierst du es? Ich liebe das Wort kreieren, dass es zugeschnitten ist auf deine Lebenssituation und dass du konform gehst damit, dass du dich auch wirklich gut fühlst. Das ist mein Anliegen und da möchte ich einfach mein Wissen drüber teilen. Ich habe jetzt eine neue Facebook-Community, wie gesagt, Schritt für Schritt zu deinem Online-Konzept und da werden wir all das behandeln. Sie wird langsam weiter wachsen, da bin ich ganz, ganz sicher. Ich bin mit einem kleinen Kern an ganz, ganz tollen Personen gestartet, die mit mir in einem Premium-Programm kürzlich waren, wo es auch darum geht, online etwas zu gestalten im Schwerpunkt. Einige haben es auch offline gemacht, aber die meisten schon auch, weil sie über ihre Plattform, über ihre Online-Akademien und Institute Menschen betreuen, weil sie Online-Coaching-Programme anbieten, weil sie entweder Download-Kurse haben oder Kurse mit Mitgliederbereich. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich bin ganz sicher, dass auch eine für dich dabei ist. Man muss nur diesen Schritt wagen und sich die richtige Unterstützung holen. Das sage ich ganz, ganz klar. Und am besten ist es mit Menschen, die diesen Weg gegangen sind, die da sind, wo du hin willst, die ihre unterschiedlichen Erfahrungen haben, die ihre unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkte haben. Das ist wirklich das, was Gold wert ist und was dich langfristig auch zum Erfolg bringen wird und zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Glück, zu mehr Wohlbefinden. Mach dir klar, was du wirklich möchtest. Das ist das allererste. Mach diese Übung bitte auch schriftlich. Nimm dir einen Zettel und einen Stift. Such dir einen Wohlfühlort, ob nun unterwegs irgendwo in deinem Lieblingscafé oder auch zu Hause hast du vielleicht eine Lieblingsecke. Such dir das, wie es dir gut geht, dass du richtig in dich reinfühlen kannst und auch Zugang zu dem bekommst, was in dir ruft. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Menschen schon begleitet und in meiner Einstiegsfragerunde, das muss ich mir auch immer wieder gefallen lassen, dass viele sagen, Mensch, Christine, also du bekommst ganz, ganz schnell ein Gefühl für den Menschen dir gegenüber und für die Situation. Und du hast in Kürze der Zeit Fragen parat, womit du einen so aufs Kreuz legen kannst, dass einem das im Moment die Beine weghaut. Aber langfristig ist das erfolgsversprechender. Das war mal so zusammenfassend die Rückmeldung, die ich von vielen meiner Kunden bekomme, dass die Fragen mitunter sehr, sehr unangenehm sind. Aber mein Versprechen ist es, dass du mit Klarheit da rausgehst, dass du deine Vision klar benennen kannst. Und das hat man in einigen Coaching-Prozessen auch schon. Viele kommen mit einem Wunsch zu mir, von dem sie denken, das ist ihr Herzenswunsch. Und dadurch, dass wir dann so Schicht für Schicht abtragen und immer tiefer in den Kern gehen, stellen wir fest, darum geht's eigentlich gar nicht. Und dann fühlt sich das mitunter sehr, sehr viel freier an. Viele sagen, sie spüren so eine Unzufriedenheit, so eine innere Unruhe und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich habe doch alles und meine Kinder sind gesund, ich habe einen tollen Mann, wir haben ein Haus, wir fahren in Urlaub, wo ich dann denke, so stopp, ihr zählt gerade diese ganzen materiellen Dinge auf. Aber wichtig ist, dass du auch bei dir selbst gut unterwegs bist und dahinter stehst und ich sag immer, dass du die Ruhe bist, wenn der Sturm um dich herum tobt, dass du zwar mal fallen kannst, aber dass du wieder aufstehst und weißt, wo soll's hingehen, wo möchte ich wirklich hin. Und schließe ich den Kreis wieder. Da ist es wichtig anzufangen bei dieser Klarheit und dass du diese Erfahrung nutzt und dich nicht verurteilst, dass du dich weder schuldig fühlst noch irgendwie anklagst für irgendwas. Dinge unterliegen Prozessen und Dinge, die wir für richtig und für erstrebenswert gehalten haben, das ist es vielleicht in dem Laufe dieses Prozesses nicht mehr und das ist normal und das darf sein.
Und das ist eine Erkenntnis, dass man sagt, okay, diese Tür, die schließe ich jetzt, aber ich öffne dafür eine andere und ich mache mit dieser Erkenntnis weiter. Und du wirst merken, dass du immer klarer wirst in dir selber und auch viel standhafter. Du wirst mehr an Selbstbewusstsein gewinnen, weil du auch dich nicht mehr so viel beeinflussen lassen kannst. Weder von Meinung anderer, die es um dich herum ja ach so gut meinen, noch irgendwie um diese ganzen Reize, die so von der Außenwelt kommen. Ich sag mal, Internet ist ein Segen, aber kann auch Fluch sein. Du kannst in 0, nix dir alles bei Google zusammensuchen, aber zack, hast du dich auch komplett überfordert und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dazu möchte ich dich heute einladen, dass du wirklich diesen Ort mal aufsuchst, Zettel und einen Stift, da wo du dich wohlfühlst, wo du diesen Zugang zu dir hast und dir Notizen machst. Ganz querbeet ein Brainstorming. Du machst einfach in die Mitte einen kleinen Kreis und dann schreibst du einen Begriff da rein wie mein Herzensprojekt oder meine Zukunftsvorstellung oder meine Wunschzukunft, meine Vision, wie auch immer. Also dann stellst du dir so vor, wie möchte ich in ein paar Jahren ja leben und dass du langsam anfängst aufzudröseln, warum spürst du diese Unzufriedenheit? Ist es deine oder ist es die von anderen? Und mal Klarheit gewinnst. Ich werde in der Facebook-Gruppe immer mal wieder neue Punkte teilen. Ich ja, nenne es Fahrplan für dein erfolgreiches Konzept oder nenne es Checkliste für deinen Fahrplan zum erfolgreichen Konzept. Da werde ich dir immer ein paar Tipps teilen und ich hoffe natürlich auch, dass ganz, ganz viele noch dazu stoßen und ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen, wie man Online-Konzepte entwickelt, wie man sie besser nicht entwickelt und dass man Mehrwerte bereitet und sich auch gegenseitig unterstützt. Das ist mein Wunsch. Es werden auch tolle Angebote dabei sein. Wir werden immer mal wieder Live-Videos schalten und starten. Wir werden Podcast-Serien teilen, wenn ich finde, dass die uns weiterbringen. Natürlich passende Artikel, wenn es darum geht, wie möchte ich jetzt online arbeiten? Was ist das, ja, das Positive da dran? Ja, einfach so ein paar Impulse. Was kann uns diese Ortsunabhängigkeit, was hat das für einen Nutzen für uns? Ganz allen voran natürlich, ja, dass du mehr Freiheit hast, dass du selbstbestimmter bist, dass du die Dinge selber einteilen kannst, dass du dich mit Menschen da draußen vernetzen kannst. Und als ich meine Blogparade gemacht habe und meine Challenge zu Ostern mit meiner lieben Kollegin Lia, da war sie in Italien und ich war hier in Norddeutschland und wir haben gemeinsam an unserer Challenge gearbeitet und das ist etwas so was Großartiges und das ist mir klar geworden, dass ich so einfach leben, lernen und arbeiten möchte und dass ich darin auch andere Menschen unterstützen möchte. Und alles, was es braucht zu Beginn, ist ein klares Konzept, ist Struktur, ist Orientierung. Ja, und dann kann man durchstarten, dann kann man launchen, dann kann man von 6-7-stelligen Beträgen im Monat träumen, dann kann man Verkaufsstrategien austüfteln und am Marketing arbeiten. Aber du musst starten, du musst mit einem klaren Konzept starten und das ist Arbeit, das ist ein Prozess und das ist nicht mal eben so hingeklatscht. Du startest jetzt mit Tipp Nummer 1, mit einem leeren Blatt Papier, machst diese Notizen, machst dieses Brainstorming, legst es zur Seite, schläfst eine Nacht drüber oder auch zwei, nimmst es dir dann wieder vor, machst Ergänzung, vielleicht formulierst du Dinge um. Ja, und dann schaust du nach vorne, vertraust dir und dem Prozess, und das wird auch ein ganz, ganz tolles Gefühl für dich sein, dass du dich mit dir und deinen Visionen, deinen Herzensthemen und Wünschen auseinandersetzt, dass du dir endlich Zeit für dich selber, dass du dir Zeit für dich selber nimmst und nicht im Alltag untergehst und nur funktionierst für alle anderen, sondern dass du für dich, ja, da bist und dich und deine Bedürfnisse ernst nimmst. Wenn du Lust hast, komm gerne dazu in unsere Facebook-Community. Ich werde den Link hier drunter auch gerne nochmal posten. Wir teilen Wissen, wie gesagt, ortsunabhängig arbeiten, Struktur, wertorientiertes, passives Einkommen, Freiheit. Ja, all das werden Themen sein. Klarheit gewinnen, Vision erkennen, Herzensprojekt und Business leben. Und ja,
dann wünsche ich dir bei dieser Aufgabe jetzt erstmal ganz viel Freude und Spaß, denn das soll es allen voran machen. Das ist ganz, ganz viel Spaß und Freude, weil das ist Lebensqualität, wenn man das wirklich leben kann, was in einem, ja, brennt und was sein eigenes Herzensthema ist. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du in der Community dabei bist. Einen schönen Tag!